Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Politiker, wie sie als Jugendliche aussahen. Und ich finde, das ist eine ganz interessante Kategorie. Wir haben 5 Bilder rausgesucht von ganz berühmten Politikern, die eigentlich jeder kennt. Das soll jetzt auch eine kleine Videoserie werden. Wir werden also immer wieder 5 Bilder von berühmten Politikern raussuchen. Und ja, es ist ja manchmal nicht zu glauben, dass diese großen, mächtigen Politiker, die über unsere Lebensweisen bestimmen, die bestimmen, wie geht's voran im Klimawandel, wird Krieg geführt, ja oder nein, wird eingegriffen im Sinne der NATO, ja, der US-Präsident hat eine unglaubliche Macht auf dieser Welt und bestimmt natürlich auch das Leben von uns allen. Und deswegen ist es umso schöner, wenn man da mal so einen kleinen Einblick in die Persönlichkeiten ja reinfinden kann und dort auch über Bilder, denn Bilder sagen ja oftmals mehr als 1000 Worte, dann noch mal sehen kann, wie sah dieser Mensch aus, ja, als er noch nicht dieses Alter von heute erreicht hatte. Deswegen jetzt viel Spaß mit Politiker, wie sie als Jugendlicher aussahen. Ja, dann starten wir auch direkt rein und die erste Person ist Emmanuel Macron, frisch wiedergewählt. Gestern Abend hat er die Stichwahl gegen Marine Le Pen gewonnen. Ja, und ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Abend für Europa und ein sehr wichtiger Abend ebenfalls für die ganze Welt. Denn das hätte, glaube ich, große Auswirkungen gehabt, aber darauf wollen wir jetzt nicht so sehr eingehen, sondern eher auf die Äußerlichkeiten hier von Macron. Und er sieht sehr adrett aus, sehr gepflegt. Ich glaube, das ist wirklich auch noch ein Ebenbild, was er heute auch noch hat. Und er hat sehr viele ähnliche Züge zu dem Emmanuel Macron von heute. Und ich denke, auf diesem Bild kann man ihn wirklich auch sehr gut wiedererkennen. Man muss aber sagen, er hat sich bis heute eigentlich sehr gut gehalten. Ja, der zweite Politiker, ich glaube, da kann man auch schon ganz gut erkennen, das ist Boris Johnson, denn auch hier sind die Gesichtszüge wirklich recht ähnlich geblieben. Trotzdem hier natürlich viel, viel jünger, mit einer ganz anderen Haarpracht als heute. Und ja, mit einer der schillerndsten Persönlichkeiten natürlich in den letzten Jahren innerhalb der Politiker von Europa, der Premierminister des Vereinigten Königreichs, Boris Johnson. Und so sah er halt aus, als er jung war. Da hätte man vielleicht auch nicht gedacht, was nochmal aussehen wird. Vielleicht der eine oder andere schon. Dennoch hier ein ganz schönes Bild aus alten Tagen. Ja, als nächstes Gerhard Schröder. Ja, weiter geht's mit den polarisierenden Persönlichkeiten. Jetzt kommt Gerhard Schröder und den erkennt man, glaube ich, sofort. Also den erkennt man direkt. Aber es ist schon witzig, weil ein Schröder in Jung, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Also das geht nicht so richtig in den Kopf hinein. Und dennoch beweist dieses Bild, dass dieser Zustand existierte. Und es ist so witzig, weil man ihn einerseits wiedererkennt und andererseits es kaum glauben kann, dass ein Schröder so jung aussehen kann. Aber gleichzeitig auch irgendwie wieder so alt, ne? Also ist schon ein sehr, sehr schönes Bild, der, glaube ich, das ganz gut widerspiegelt. Ja, und jetzt dürft ihr raten, wer ist der Mann auf diesem Bild? Ein Schauspieler? Ein Surfer? Nein, es ist Joe Biden. Joe Biden in jungen Jahren. Ein unglaubliches Bild, wie ich finde, denn das Ganze kann man sich so nicht vorstellen. Ich persönlich, klar, wenn man es weiß, dann erkennt man sicherlich Gesichtszüge, die wirklich da sind, ob das jetzt vom Lachen ist, also von der Mundpartie und sicherlich auch von den Augen. Aber das auf diesen Schluss wäre ich, glaube ich, nicht gekommen. Also wenn man den Namen vorher weiß, sicherlich, dann erkennt man irgendwelche Sachen, aber jetzt ohne irgendwelche Hinweise hier auf Joe Biden zu kommen, das finde ich schon wirklich sehr, sehr schwer. Wie gesagt, sieht für mich aus, wie ein Schauspieler, ein Surfer, was auch immer, aber doch bitte nicht Joe Biden, der aber natürlich auch in seinen älteren Tagen immer mal wieder mit so einer schönen Pilotenbrille zu sehen ist. Das sieht dann natürlich auch besonders cool aus. Dennoch geht es jetzt zum nächsten Foto und da sehen wir Xi Jinping, der Staatspräsident der Volksrepublik China, mittlerweile schon seit 2013 im Amt, 68 Jahre jung ist er. Und hier sehen wir ein Foto aus seiner Jugend. Das Ganze finde ich eigentlich noch schwieriger nachzuvollziehen, denn sicherlich kann es hier
Ähnlichkeiten auch wieder geben zu dem jetzigen Xi Jinping, aber die könnte ich nicht sehen. Also die könnte ich nicht sehen. Dennoch ist es immer schön, dass man so in der Gegenüberstellung das einfach mal sieht. Deswegen finde ich diese Rubrik insgesamt so toll, dass man einfach mal die Politiker auch in jüngeren Jahren sehen kann. Ja, falls ihr noch weitere Vorschläge habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Entweder für Politiker oder für weitere andere Videothemen. Dann werden wir die gerne umsetzen. Und ansonsten hinterlasst einen netten Kommentar, einen Daumen nach oben. Und wir sagen bis zur nächsten Folge und ciao.